Jetzt habe ich das hier geknickt, ey. Scheiße. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Buch Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reed. Wir fliegen, wenn wir fallen erzählt die Geschichte von Yara und Noel. Es geht darum, dass der Großvater von Noel stirbt und er hinterlässt Yara und Noel eine Liste mit Dingen, die sie zusammen erleben sollen. Yara hat dem Großvater immer im Seniorenheim vorgelesen und sie und Noel können sich am Anfang überhaupt nicht leiden, denn Noel ist unfreundlich zu ihr, er beschimpft jeden und alles, er scheint alles und jeden zu hassen und er geht auch im Streit mit seinem Großvater auseinander, was ihn komplett zerstört. Und Yara wohnt bei ihrer Tante M. Im Laufe der Geschichte erfährt man auch wieso und man erfährt auch wieso Noel so ist, wie er ist. Gemeinsam sollen sie diese Wunschliste abarbeiten, was eine riesengroße Reise beinhaltet, denn sie sollen durch den Regenwald zum Beispiel marschieren, sie sollen die Nordlichter anschauen, sie sollen den Wolf streicheln, sie sollen den Himmel berühren und all sowas. Weil es eben der letzte Wunsch von Phil, also dem Großvater, ist und beide sehr, sehr eng verbunden mit diesem Menschen waren, beschließen sie, diese Reise gemeinsam anzutreten, auch wenn Noel am Anfang überhaupt keinen Bock darauf hat. So geht die Reise los. Und im Laufe dieser Reise erfährt man eben mehr, was in der Vergangenheit von Yara und auch von Noel passiert ist, was sie zu dem gemacht hat, wie sie heute sind. Sie helfen sich gegenseitig, das, was in ihnen zerbrochen ist, wieder zusammenzuflicken. Und es ist eine wirklich schöne Reise. Es ist eine sehr emotionale Reise, es ist eine lustige Reise, es ist eine vor allem sehr wichtige Reise für beide. Und es ist eine Geschichte, in die man schnell eintauchen kann, die sehr schön geschrieben ist. Liebe Ava, was soll ich sagen? Ich mag sowieso alles von dieser Frau, es ist einfach schön. Es ist sehr schön geschrieben, dieses Cover. Es ist so schön und diese Geschichte an sich ist auch schön. Und was auch schön ist, schön, 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 ist das Buch ohne Schutzumschlag. Das sieht nämlich so aus. Die Kapitel fangen immer damit an, dass hier von einer Pusteblume hier so ein Pusteteil ist. Wie heißt das eigentlich? Keine Ahnung, wenn es jemand weiß, sagt mir Bescheid. Und es fängt immer an mit so einem kleinen Zitat oben drüber, was sehr, sehr niedlich ist und auch schön und eben passend für dieses Kapitel ist. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass viele bei diesem Buch weinen mussten. Ich musste tatsächlich nicht weinen. Ich fand beide Charaktere sehr angenehm. Manchmal ist es ja so, dass man irgendwie total nervige Sachen an bestimmten Charakteren findet, die einen stören, aber ich mochte sowohl Yara als auch Noel. Das Lustige war, dass ich ungefähr einen Monat oder so, bevor es hieß, dass dieses Buch rauskam, das erste Mal den Namen Yara gehört habe und den Namen sowas von schön fand, dass ich mich umso mehr gefreut habe, dass jetzt eine Figur so heißt. Außerdem finde ich diesen abwechselnden Schreibstil zwischen Yara und Noel auch sehr, sehr wichtig für die Geschichte, denn wäre es nur aus der Sicht von einem der beiden geschrieben, wäre es vermutlich ein bisschen zu einseitig, beziehungsweise man würde nie verstehen, warum der andere das tut, was er eben tut. So konnte man sich gut in beide Charaktere reinversetzen, was ich immer schön finde. Es war auch nicht störend, das gibt es ja auch manchmal, dass wenn diese Perspektiven immer wechseln, dass man sich denkt, hey, ich weiß jetzt irgendwie überhaupt gerade nicht, was los ist. Nein, so war es nicht. Wenn du Lust auf so eine Art Roadtrip hast, wenn man das überhaupt so nennen kann, ich nenne es jetzt einfach mal so, wo du mit vielen Emotionen reingehst und während dieser Reise selbst das Gefühl hast, so ein Stück weit zu wachsen, dann ist es wirklich das richtige Buch für dich. Ava, hier sitzt ein Fan von dir. Wenn dich dieses Buch neugierig gemacht hat, dann leg es dir sofort zu. Ich denke, dass sich Ava sehr, sehr darüber freuen wird. Sie ist auch einfach so eine niedliche Person. Es ist einfach krass. Das finde ich immer schön, wenn man irgendwie von den Autoren auch so ein bisschen was mitkriegt und sie macht das halt eben. Sie teilt viel mit ihren Lesern, mit ihren Fans, so heimliche Fans wie ich. Und es macht wirklich Spaß. Es macht auch Spaß, dieses Buch zu lesen. Das war's für heute von mir. Wie immer, ein Küsschen aufs Nüsschen. Viel Spaß heute bei was immer du jetzt auch noch machst. Wenn du arbeiten gehen musst, yo, viel Spaß bei der Arbeit. Irgendwann ist das auch vorüber. Wenn du chillen kannst, ey, viel Spaß beim Chillen. Schlaf schön, guten Morgen, was auch immer. Bis zum nächsten Video. Ciao.